Ey, yo, was geht mit meinen Frames ab? Oh, what? Ich geh auf Caitlyn drauf, weil die drei jetzt auf Caitlyn drauf gehen. Das heißt, Caitlyn wird jetzt von vier Seiten angegriffen. Mental Warfare. Mal sehen, wen haben wir hier. Ich bin ein Xin-Sau-Zerstörer. Ich habe 75% Winrate gegen Xin, guys. Xin-Sau-Zerstörer. Einfach zerstört. Oh, oh. Das Game hier wird pretty rough. Pretty rough. Weil Bot zu contesten ist schwierig. Ey, ihr Pennermann, Digga. Du scheiß Loon. What the fuck, Mann? Oh, er hat meinen Stark gerade so in den Arsch gefickt. Spicy. Warum habe ich solche krassen Framedrops wieder? Oh mein Gott, was geht mit meinen Frames ab? Ey, yo, was geht mit meinen Frames ab? What? Jetzt muss ich scheiß Crux machen, weil ich zur Krabbe nicht mehr hinmoven kann, weil ich nichts gesehen habe. Na toll. Krieg meine Krabbe doch noch. Ey, ich wurde getwo-crapped, obwohl ich winning bin. Okay, guys. Cringe. Kann man Nocturne mal aufhören, oben perma zu sterben? That's pretty cringe. Stimmt da oben schon wieder. Hm? Okay, lieber. Ich hab keinen Bock, das zu contesten. Die haben jetzt oder so eine Ward. Ja. Ja. Ich muss halt alle meine Ressourcen in Botlane investieren, weil die einfach meine wichtigste Lane ist. Obwohl die so bad sind. Ist whatever. Ich hätte nicht weggehen sollen. Scheiße, die sind tot. Oh mein Gott, ihr werdet... Bro, du hast kaum Leben. Muss nachgucken, dass ich langsam Kills abgebe. Bitte stirb nicht, bis ich da bin. Bitte stirb nicht, bis ich da bin. Meine Fresse, Mann. Meine Fresse. Es ist so schwer. Der Tod ist okay von ihm. Ist ein Ward auf jeden Fall. Ob hier noch eine Trap ist, ist nochmal eine andere Frage.
Killt er, oder? Schade. Leider war meine Spinne nicht bereit. Also das Formwechseln. Ich dort eine E gehittet. Da jetzt die Frage, wie bauen wir weiter? Ich glaube, ich brauche Standard. Ja, wir müssen schon die Stellung einnehmen. Ja, Leute, das war predicted. Klar war das predicted. Wann predicte ich solche Easy Plays mal nicht? Moment mal, ich habe eigentlich schon meine Runen reingeschissen. Ah, egal, ist whatever. Ja, die können gar nicht wissen, dass ich hier bin. Ich habe reingeintet. Keine Ahnung, warum die da vorne stehen. Das ist TF. Also ich habe jetzt selbst reingeintet. Ich hätte gar nicht so hart reinjumpen sollen, ne? But still, like... TF is a new champ with a global ult. Can port from A to B. Nur für den Fall, dass sie nicht wissen, wie der neue Champion TF funktioniert, erkläre ich das denen nochmal. Ich habe in jedem Game, wo ein TF ist, Leute, habe ich das Gefühl, ich muss das denen erklären. Denn das ist keiner Use, deswegen KTF nur. Nein, nein, nein. Also ja... Sie kann mich trappen bei sowas, aber wenn ich zuerst E into Hourglass mache, es geht ja nur darum, Zeit zu kaufen. Das ist der Hauptpunkt dahinter. Ich will ja hier die Armor auch noch vom Item haben, die sind ja schon Heavy AD. Sag mal, macht ihr jetzt zweimal in Folge denselben Fehler? The same mistake? Twice? Okay, jetzt kommt's auf meine Nash-Steel-Künste an, I guess. Ich muss nur die Records abbrechen, glaube ich. Ja, wobei, Karma kommt gleich. Just don't... Lol. Kog'Maw lässt sich killen, obwohl wir wussten, dass der Set da ist. Hä? Ich weiß echt nicht, ob ich den Grandmaster bin oder in der Vorschule. Dass ich das mal sage, Leute, mein bester Spieler ist der Yasuo. Ey, Leute, findet ihr nicht, dass das, was die hier machen, lächerlich ist? Die werden zweimal mit demselben Trick gecatcht. Ich wollte den Kill nicht haben, sie mich einfach rausgegangen. Was machen die Gegner da? Ich glaube, ich bereue es, dass ich hier PTA dabei habe. Ich dachte, ich werde hier eh nur Frontline angreifen, weil die beiden einfach in meiner Fresse sind. Aber ich gehe mega oft auch auf Karma drauf. Sag mal, bin ich doof? Warum kommt da keine Zombie-Ward raus? Wow. Don't split, don't split. Der poppt gleich random Ulti, catch jemanden und we are doomed. Warte, wir bringen die Gegner dazu, sich zu haten. Erstmal irgendeine dumme Scheiße schreiben. So ist es einfacher. Ich gehe auf Caitlyn drauf. Ich gehe auf Caitlyn drauf, weil die drei jetzt auf Caitlyn drauf gehen. Das heißt, Caitlyn wird jetzt von vier Seiten angegriffen. Mental Warfare. Oh, und Split. Das ist TF. What the fuck war das stupid? Leute, wir benutzen jetzt echt dreckige Elo-Techniken, okay? Ich fühle mich, bin ich stolz drauf. Wir haben gerade gewonnen, oder? Nein, was macht Yasuo? Oh lol, warum ist er da?
Oh mein Gott, warte, haben wir gerade gewonnen? Ha, we won. Und das ist Grandmaster, meine Freunde. Alter, seid ihr fucking bad, Mann. Ihr seid einfach fucking bad. Keine Ahnung, warum ich mit euch Keks spielen muss. Leute, jeder von euch kann Grandmaster werden. Alter, seid ihr bad? Seid ihr einfach bad? Ich honor Yasuo. Mit Abstand der beste Spieler in meinem Team.